Wird die jährliche Dividende auf meine Altersrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wieder eine Beratungsanfrage auf rentenbescheid24.de, Thema jährliche Dividendenausschüttung. Ich bin geschäftsführender, alleiniger Gesellschafter einer GmbH und ich möchte jetzt mit 64 Jahren in Rente gehen, meine 35 Jahre habe ich voll. Mein monatliches Gehalt wird dann auf null zurückgefahren, Gesellschafter bleibe ich jedoch und würde dann noch zeitweise unentgeltlich für meine Firma tätig sein. Aus meiner Gesellschafterstellung ergeben sich jährliche Dividendenzahlungen. Ich möchte nun wissen, ob diese Ausschüttungen im Jahr 2020 beim vorzeitigen Renteneintritt mit der Rente verrechnet werden oder nicht. Die Deutsche Rentenversicherung gibt mir hierauf nur ungenaue Auskünfte. Ich muss aber definitiv wissen, wie ich mich entscheiden soll, ob es nicht besser ist, noch bis zu meinem regulären Rentenalter zu warten, denn dann gibt es ja keine Anrechnung des Hinzuverdienstes mehr. Es ist immer zuerst zu prüfen, ob der Hinzuverdienst, um den es hier geht, dieses Einkommen, überhaupt anrechenbar ist auf die Altersrente. Und nur wenn das anrechenbar ist, komme ich zu einem zweiten Schritt, nämlich der Berechnung, der Anrechnung dieses Hinzuverdienstes auf die Altersrente, wenn ich dann über dem jeweiligen Freibetrag hinaus bin. Kommt man zum Ergebnis, dass überhaupt kein anrechenbarer Hinzuverdienst vorliegt, entfällt die Berechnung der Anrechnung von vornherein. Da muss ich mich gar nicht darum kümmern. In unserem Fall ist es so, dass Dividendenauszahlung, das sind nichts anderes als Gewinn, Ausschüttung aus Kapitalbeteiligung an einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft grundsätzlich nicht an die vorzeitige Altersrente angerechnet werden. Das sind Einkünfte aus sogenannten Kapitalbeteiligungen, Kapitalvermögen. Wenn die Gewinnausschüttungen im Zusammenhang mit einer selbstständigen Tätigkeit stehen, werden sie dennoch angerechnet. Zusammenhang mit einer selbstständigen Tätigkeit heißt, ich bin GmbH-Geschäftsführer und Alleingesellschafter und übe meine Tätigkeit weiter aus und bekomme sozusagen jedes Jahr eine Gewinnausschüttung. Dann steht die Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit meiner selbstständigen Tätigkeit als Geschäftsführer dieser GmbH. Dann wird sie auf die Altersrente angerechnet. Die Grenze ist die Regelaltersgrenze. Dann hört sowieso die generelle Anrechnung von Einkommen auf die Altersrente auf. Wenn also unser Beratungsmandant keine selbstständige Tätigkeit mehr als Geschäftsführer ausübt und er diese Dividende im Jahr 2020 erhält, wird sie nach den geltenden Regelungen des § 34 SGB 6 auf die Altersrente nicht angerechnet. Wenn er weiterhin selbstständig tätig ist, wird sie angerechnet. Ansonsten gilt immer das Prinzip, Zuflussprinzip, wenn ich meine Dividende für das Jahr 2020 im Jahr 2021 bekomme, muss ich schauen, wie hoch ist die Dividende, ist sie über dem Freibetrag, ist sie überhaupt anrechenbar und wenn sie anrechenbar ist, muss ich dann natürlich gucken, um wie viel Euro die Altersrente dann eventuell gekürzt wird. Und zusammengefasst, die Dividendenauszahlung wird an die Altersrente angerechnet, wenn Sie weiterhin als Geschäftsführer der GmbH beruflich tätig sind. Sie wird nicht angerechnet, wenn Sie Ihre Tätigkeit als Geschäftsführer aufgegeben haben und nur noch aus reiner Gesellschafterfunktion heraus diese Dividendenzahlung bekommen. Und ganz wichtig auch nochmal für Sie zur Erinnerung, mit Erreichen der Regelaltersgrenze ist Schluss mit der Einkommensanrechnung. Das heißt, ab dem Folgemonat, wo Sie Ihre Regelaltersgrenze erreicht haben, bekommen Sie immer Ihre Vollrente. Aber nicht von allein, Sie müssen Antrag stellen. Das ist ganz wichtig. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.